Moin, hier ist Chris, Victoria Paterspiele. Sonntag zu Tisch. Und es ist gar nicht so viel, was hier liegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es liegt aber zum einen hauptsächlich daran, dass wir zwei Spiele in dieser Woche, das waren echt so, ja, fast schon so Hauptdarsteller auf dem Tisch. Die waren irgendwie ständig, die haben Ellie gespielt, die habe ich in anderen Gruppen gespielt. Die waren irgendwie ständig auf dem Tisch. Und irgendwie hat es sich immer ergeben, dass wir diese Spiele spielen. Irgendwie hatten immer alle Lust drauf. Spricht ja letztendlich für diese Titel. Zumindest die meisten hatten mindestens einmal Lust drauf. Aber auch danach sind das eigentlich Spiele, die so ganz okay weggekommen sind. Und das andere, was hier noch liegt, ach, gucken wir einfach durch. Ich trinke einen Kaffee und dann geht's los. So. Fangen wir an mit dem Live-Play der letzten Woche. Und das leitet im Grunde auch schon diese genannten Hauptdarsteller ein. Und hier haben wir zum einen erstmal Santa Maria. Santa Maria ist ein Spiel, bei dem ich die letzten Tage selten so hin und her geschwankt bin, wie es mir denn jetzt letztendlich gefällt, selten, dass das so heftig ist. Zwar aber nie so in dem Bereich von wegen gefällt mir nicht, gefällt mir gut, sondern von wegen gefällt mir gut mit ein, zwei Einschränkungen bis gefällt mir richtig, richtig gut. Und das war eben so das, was diese Woche sich so abgezeichnet hat. Zum einen, zu zweit bin ich immer noch der Meinung, so, ist es dieses Leistengerenne, okay, wenn man es mag, es hebt jetzt nicht zwingend die Balance auseinander des Spiels oder auch diese Punkte-Balance. Das würde ich sagen, ist jetzt nach mehreren Spielen für mich einigermaßen geklärt. Ja, vielleicht noch nicht hundertprozentig. Wie gesagt, ich bin immer noch hin und her gerissen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Spannung und der Spaßgehalt bei diesem Spiel deutlich steigt, wenn ich es mit drei Leuten statt mit zwei Leuten spiele oder eben auch mit vier Leuten, wobei es da ein bisschen länger dauert. Aber das ist tatsächlich so bei dem Spiel hier. Und ich habe zumindest eine Partie ist mir jetzt ganz, also in Erinnerung geblieben sind sie mir alle, aber eine Partie ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, eine Dreierpartie von Santa Maria. Die war einfach großartig, die war spannend bis zum Schluss, die war ja fast schon Action geladen für so ein Eurogame, wo man wirklich mit seinen, also man kann diese Kombo-Züge, die man machen kann, aber dafür braucht man einfach ein paar Spiele auf dem Buckel, um das so zu überblicken, wie es geht, wie man das Ganze anbahnt und denn auch hier hat man ja letztendlich so ein bisschen die Zeit im Nacken, ne? 3 Jahre sind jetzt auch nicht so viel, aber ich kann diese 3 Jahre immerhin für mich wie so ein Gummiband ausdehnen, wie ich will oder wie ich möchte, wie ich kann, wie ich in der Lage bin, einfach mir Aktionen zu verschaffen. Und muss sagen, es ist schon ein ziemlich großer Titel inzwischen. Und ich glaube, also gerade mit mehreren Spielern kann ich dieses Spiel wirklich jedem empfehlen. Zu zweit muss man gucken, ob man Lust drauf hat. Ich finde es zu zweit auch gut, aber eben nicht sehr gut. So würde ich sagen. Und deswegen Santa Maria auf jeden Fall für mich ein Gewinner der Woche. Obwohl letztendlich so schlechte Spiele hatten wir auch diese Woche gar nicht auf dem Tisch. Als zweites kam Otis, auch im Liveplay und auch verdammt oft auf dem Tisch. Und auch bei Otis irgendwie war der, das ist zum einen der Vorteil, warum wir so oft gespielt haben, ganz einfach. Viele kannten es noch nicht, viele waren angesprochen von diesem Cover und oh, das wollte ich sowieso schon mal spielen und hatte ich mir den ersten schon angeguckt. Und dann war auch das Ding dabei, ist schnell erklärt, kriegen wir nochmal schnell unter. Und gerade zu zweit geht's schnell, mit mehreren hat es ein bisschen mehr gedauert. Aber das liegt eben in der Natur der Sache. Ich glaube, bei Otis ist es tatsächlich so, dass es zu zweit am besten ist. Denn so groß ist diese Interaktion eben nicht, die man da hat. Außer, dass man jemandem die Reihenfolge da vielleicht so ein bisschen vermatscht. Oder dass man Taucher des anderen nutzen kann mit dieser einen Aktion. Ich finde tatsächlich Otis zu zweit am besten. Denn das Spiel wird mit mehreren Spielern einfach nicht besser, sondern nur länger. Das ist wie bei einem Deckbilder im Grunde. So würde ich das vergleichen. Und dann ist es aber auch ein Spiel, das schon wirklich sehr viel Tiefe entwickelt und aber eben auch viel Grübelpotenzial mit sich bringt. Man kann das Spiel schon relativ durchrechnen, wobei natürlich immer so Unwägbarkeiten da sind, wie die X-Plättchen, diese Taucher, die Sponsorenplättchen Reihenfolge durcheinander bringen, wie zum Beispiel zufällige Auslage oder das zufällige Ziehen von diesen Auftragskarten. Das sind Sachen, die kann man eben nicht planen, aber der Rest dieses Spiels ist wirklich planbar. Und das ist schon ganz cool, muss ich sagen. Macht mir Spaß. Und ist ein Spiel auch, das Santa Maria habt ihr, glaube ich, rausgehört, sowieso. Und auch Otis ist ein Spiel, das ich gerne behalte und gerne noch öfter spielen möchte. Und dieses Cover und diese Grafik. Also ich bin also als Comic-Fan
Ich hätte gerne eine Serie dazu, so von französischen Alben, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich sofort dabei. Vielleicht kann da mal jemand drüber nachdenken. Was ich aber trotzdem noch sagen möchte, Pearl Games war lange, lange ein Verlag, der für mich stand für wirklich Hammer-Titel. Ne? Also wie jetzt zum Beispiel Troyes oder Brüssel, wo wirklich Heavy Euro, ganz viele Mechaniken und viel Einarbeitungszeit, also Zeit zum Reinkommen ins Spiel. Das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen, ne, also Deus, Blutige Herberge, Otis, das sind alles sehr gute Spiele. Wobei Blutige Herberge habe ich nie gespielt, aber Deus spiele ich immer mal ganz gerne. Otis, auch ein gutes Spiel. Aber so diese alte Größe, diese Heavy Euros, da habe ich auch mal wieder was fertig, muss ich sagen. Aber wie gesagt, auch mit Otis bin ich soweit zufrieden. Ausklingen lassen haben wir mit einem Spiel, für das Ellie jetzt schon wieder Revanche fordert. Paperback. So, ja, so ist schöner. So, Paperback. Ein Deckbilder für 2-4, ne? Wenn ich das richtig sehe. 2-5 sogar. Wir haben es zu zweit gespielt, was bei Deckbildern ja eigentlich meiner Meinung nach größtenteils die ideale Besetzung ist. Und hatten auch hier eine Menge Spaß. Es ist eine Mischung aus Dominion und Scrabble, kann man vielleicht so sagen. Man muss mit den Wortkarten, die man hat, die zum Teil noch so Fähigkeiten haben, die zum Teil eben auch aus zwei Buchstaben bestehen, also muss man Wörter legen. Und je größer, je mehr Punkte, je obskurere Buchstaben, je besser. Ne? So ganz einfach. Man muss eben am Anfang ein bisschen festlegen, welche Worte rein sollen und welche Worte nicht. Wir haben so eine komplette offene Runde gemacht, weil wir das einfach gar nicht besprochen hatten im Vorfeld und das war auch völlig okay so. Und man muss sich da auch nicht so, wie gesagt, ne? Wenn zwei Leute sich einig sind, ist es ja auch Wurst. Und gerade bei so einem Spiel. Und es macht einfach Laune. Es macht wirklich Laune, wobei man sagen muss, man zirkelt die Hälfte des Spiels erstmal mit so kleinen Wörtern hin und her. Ne? Also mit diesen kleinen Drei-Buchstaben-Wörtern, mit so einfachen Buchstaben. Und man muss halt erstmal seine Starthand da irgendwie so ein bisschen kompensieren. Und dann, so wie man die ersten schwereren Buchstaben drin hat, oder um komplexere Wörter zu legen, wird es aber auch gleich vom Schwierigkeitsgrad her, das ist sehr viel abstraktes Denken, ne? Weil ich kann die Dinge nicht mal eben so vor mir ablegen, sondern ich muss das wirklich so in der Hand, so einigermaßen, dann habe ich noch ein Ausliegen, diese öffentlichen Buchstaben, die ich da reinnehmen kann und muss sehr viel so on the fly planen. Das ist gar nicht ohne, es erfordert schon ein Abstraktionsvermögen, das Spiel, und macht Spaß, ganz einfach. Und die Revanche wird kommen, die habe ich angenommen, hiermit, hoffentlich. Und denn Ellie hatte mit der Buchstabenlänge. Also es ist ja auch eine Sache, ich habe das so verstanden, dass zum Beispiel, da war ja, man kriegt gut, die A-Karte. Kein Kaffee trinken. Also den Buchstaben A, die Karte, wenn man 7 Karten ausliegen hat und hat das verwechselt mit Buchstaben. Und ich habe immer gedacht, meine Güte, wie kriege ich denn 7? Ich habe ja nur eine Kartenhand von 5. Wie kriege ich denn 7 Karten auf die Hand? Und ich war immer am Suchen, wo ist hier so eine Karte, wo ich 7 Karten auf die Hand nehmen kann. Und habe das eben halt verwechselt mit Buchstaben. Da bin ich auch erst hinterher drauf gekommen, was er jetzt gemeint wurde. Und das ist immer Problem. Chris hatte das ja schon ein paar Mal gespielt. Ich das allererste Mal. Und ich denke, da ist noch eine Reform fertig. Vielleicht sogar nachher. Mal schauen. Ne? Marco, ich hoffe, du hast Zeit. Okay. Ja, dann kam der Montag. Am Montag stand auf dem Tisch Otis. Haben wir eigentlich alles zu gesagt. Wir haben Otis dann mit mehreren gespielt. Und auch das war gut. Bloß, wie gesagt, da würde ich sagen, es war kein Stück besser als jetzt mit 2 Spielern oder so. Und dementsprechend einfach ein bisschen länger. Und wenn Otis so in einer, ich kann es ja mal wieder hochhalten, wenn Otis, sag ich mal, so in einer Stunde über die Bühne ist, dann habe ich hier wirklich ein Spiel mit knackiger Spieltiefe, in einer knackigen Spielzeit, wo ich aufgrund dieser 18 Punkte immer so ein bisschen die Zeit im Nacken habe und was auch wirklich dann in dem Fall völlig gut ist. Tolles Zweier, das keinesfalls schlechter wird mit mehreren, besser wird mit mehreren Spielern. Es funktioniert wirklich 1A, wenn man zu zweit spielt. Kann ich an dieser Stelle wirklich nur sagen, gibt es nichts dran auszusetzen. Dann Mittwoch, ich muss das mal hier so ein bisschen rekapitulieren. Mittwoch haben wir gespielt, auch Otis. Otis wieder zu zweit und auch da kam es gut an. Was man immer wieder hört, ist, Otis ist gut, ist sehr gut, aber es löst jetzt keinen Kaufimpuls aus. Das habe ich im Chat gehört, das habe ich jetzt auch hier am Tisch so ein paar Mal gehört. Das ist, glaube ich, so, wenn man zum Beispiel diese beiden Spiele hier einfach vergleicht und so ein bisschen, sage ich mal, so der
etwas heavieren Spiele vielleicht noch zugeneigt ist, wobei ich Otis so als Kennerspiel einschätzen würde und Santa Maria ein bisschen drüber, nicht im Expertenspielbereich, aber so im gehobenen Kennerspielbereich, denn hier ist schon eine Menge zu tun. Und Otis sollte man auf keinen Fall, und das ist auch das Letzte, was ich zu Otis sage, diese Woche zu dem Spiel, auf keinen Fall dahin und schätzen, dass es irgendwie so ein kleines, schnelles Spiel ist, denn durch diese Planungsebenen und so entwickelt dieses Spiel eine enorme Möglichkeit oder eine enorme Fülle von Möglichkeiten, die ich ganz einfach habe in diesem Spiel. So, ne? Und Santa Maria nimmt auch mit jedem Zug einfach Fahrt auf und hält die Spannung ganz weit oben. Und dann kommen wir zu einem Spiel, das mich ganz besonders darüber gefreut in dieser Woche. Polis. Polis ist ja nun schon ein älterer Titel von, muss man kurz gucken, was haben wir, 2013. 2013, da habe ich ihn auch direkt von der Messe gehabt. Und leider nur einmal gespielt seitdem. Und dann haben wir diese Top 25 Liste gemacht und Jochen hatte Polis in seiner Top 25. Das kann ich sagen, denn genau diese Folge ist gestern online gegangen. Und das war der erste Titel von vielen, wo wir gesagt haben, wir müssen einmal spielen, nochmal wieder. Und das haben wir getan. Wir haben am Mittwoch Polis gespielt, Jochen und ich zu zweit. Das ist schon ein ganz schöner Brecher, muss ich sagen. Das ist ein Spiel, wie es eigentlich lange nicht mehr erschienen ist, auf Deutsch. Und auch schon lange nicht mehr erschienen ist. Ja, auf Deutsch ist jetzt vielleicht schwer gesagt, was weiß ich, diesen Wargame-Charakter hat. Aber wie schon lange von der Komplexität her, finde ich, bei Pegasus zum Beispiel länger schon nicht erschienen ist, wenn man jetzt die What's Your Game-Sachen und ein paar Pfister-Sachen da jetzt rausnimmt. Also ist, wie gesagt, das ist ja Pegasus Eigenverlag hier. Ne? Zwei Spieler. Und ich muss sagen, es ist großartig. Ich spiele in der Antike, Sparta, Athen und Area Control, ja, mit einem Wargame-Element, das so ein bisschen an Hannibal erinnert, also was vom Kartenspielen her, was ich ganz gut finde. Was ich aber sehr gut finde, ist dieses Ressourcenmanagement und das Handeln und das Pressen von Ressourcen aus Regionen, wo ich einen Fuß drin habe, das Ganze umgesetzt auf die Ernährung des Volkes, auf die und den Unterhalt der Flotten, auf das Herstellen von und ganz einfach auf den Handel. Und dieses Spiel ist dadurch so breit aufgestellt an Optionen und an Sachen, die ich letztendlich auch machen muss. Ne, ich habe zwar viele Optionen, aber ich habe auch eine Menge Zwänge. Ne, denn es ist wirklich schlimm, wenn ich am Ende Städte auflösen muss, beziehungsweise also sie einfach in die allgemeine Hand geben muss, weil ich die Leute nicht ernähren kann. Und dann macht man dann teilweise wirklich so, eigentlich möchte ich es nicht, aber dann schicke ich doch Leute raus und baue doch wieder Kriegsschiffe oder baue eben doch wieder Soldaten, nur um diese Städte leer zu kriegen, damit einfach dieser Bedarf an Korn nicht so da ist. Es ist ein Spiel mit einer enormen Lernkurve, auch das sage ich jetzt. Es ist nicht, glaube ich, gerade erfolgreich gewesen, also mein Spiel sowieso nicht. Und muss das definitiv, ich hoffe, es dauert nicht wieder 5 Jahre, bis es wieder auf dem nächsten Mal auf dem Tisch liegt. Und Otis, wer es noch nicht hat und ein bisschen affin ist für solche Spiele, dem kann ich das Ganze nur empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Polis. Jetzt sind diese ganzen kleinen Vierbuchstabenspiele. Polis, nicht Otis. Wer ein bisschen affin ist für Antike, für Wargames, für Area Control mit Ressourcenmanagement, Versorgung, guckt euch das hier mal an. Das ist, ich hatte immer so das Gefühl, dass das ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Es wurde damals, als die englische Version oder die US-Version kam, ziemlich hochgelobt. Dann kam eine deutsche Version und ich finde, da gab es dann relativ wenig Feedback so zu diesem Spiel. Und guckt euch an, das ist eine echte Perle. Wenn ihr so ein bisschen, und wie gesagt, es ist ein bisschen heavier, aber es lohnt wirklich ungemein, dieses Spiel. Ja, dann kam der Donnerstag und ein Kaffee vorweg. Und an dem Donnerstag haben wir zum einen uns mal wieder mit NSV-Neuheiten auseinandergesetzt, also Nürnberger Spielkartenverlag. Und zwar haben wir gespielt The Mind zuerst. The Mind ist ja so ein bisschen, wenn man The Game kennt, ne? Also wenn man Karten so in der Reihe ausspielen muss, man spielt kooperativ, aber spricht nicht dabei. Hm? Kennt man von Magic Maze. Man spielt levelweise. In jedem Level hat man die entsprechende Anzahl Karten auf die Hand, auf der Hand, entsprechend des Levels, also in Level 3 habe ich 3 Karten auf der Hand. Und dann gucke ich, dann hat man also so, ja, legt die Hand auf den Tisch, muss ich synchronisieren, das sind so Sachen, okay. Aber muss ich mich halt irgendwie so, einfach nur mit Blickkontakt, muss ich klar machen, wer hat die niedrigste Karte? Und dann wird von unten nach oben aufsteigend gespielt. Ne? Also 1 bis 100 sind die Karten, wie bei The Game. Und dann muss ich, praktisch die niedrigste fängt an und ich habe 3 Leben. Das kann ich durch verschiedene Level erhöhen. Oder eben auch, wenn es daneben geht, wenn ich also angenommen, ich spiele eine 42 und mein Nebenmann hat aber eine 41 und das hat irgendwie mit der Synchronisation nicht geklappt, dann
verloren, Leben weg. So läuft's. Ich glaube, bis Level 8 sind wir gekommen. Das war das höchste der Gefühle, wenn ich das richtig überlege. Und das war schon ganz gut, finde ich. Das Spiel selber ist jetzt nichts, wo ich mich drum reiße, das zu spielen, sage ich mal. Das war jetzt so okay. Aber so Spiele, wo ich gar nicht bei reden kann und so. Ich fand Magic Maze schon nicht toll. Und glaube auch, dass The Mind sich auf Dauer bei mir am Schrank nicht durchsetzen wird. Bisschen besser, also oder ist auch ein bisschen mehr sehr besser, fand ich dann Illusion oder Illusion. Ich weiß nicht genau, wie es gedacht ist. Und das erinnert mich zumindest, auch wenn es wohl nicht so gern gehört wird, an Anno Domini. Ich habe Karten, eine Karte liegt aus und ich weiß, welche Karte als nächstes kommt. Und da sind auf unterschiedlichste Formen, Weisen, Arten und Weisen Farben drauf dargestellt. Und ich muss überlegen, da wird so eine Pfeilkarte ausgelegt. Und sagen wir mal, der Pfeil ist gelb, das heißt, ich muss gucken, gelb. Die Karte, die jetzt kommt, ist da mehr Gelb drauf oder weniger Gelb? Und das befindet, ist teilweise wirklich so im Prozentbereich, ne? Von irgendwie 22%, 21% mehr Gelb. Und ich muss das wirklich, im besten Fall wissen, im normalen Fall schätzen. Manchmal ist es eindeutig, manchmal eben nicht. Und dadurch entsteht so eine Kartenreihe. So, höher, niedriger. Mein Nebenmann, und immer so weiter rum, kann eben sagen, okay, ich mach weiter, oder er zweifelt das Ganze an. Hat er recht? Kriegt er den Punkt. Hat er nicht recht, kriegt der Mensch davor den Punkt, denn falsch angezweifelt. Wer 3 Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Und das ist eigentlich wirklich so eine ganz relativ kurzweilige Sache, muss ich sagen. Das war wirklich gut. Danach haben wir wieder gespielt Würfelland. Das habe ich letzte Woche schon mal hier vorgestellt an dieser Stelle. Ich hoffe, wir können auch demnächst mal nochmal ausführlicher darauf eingehen. Denn das macht echt Spaß, muss ich sagen. Dieses Würfeln, dieses auf die Länder würfeln und dieses Zocken. Ich brauche 3 Rote, da liegen 2. Würfel ich nochmal, um das von einem durchzukriegen. Und riskiere dadurch, dass ich vielleicht 4 Rote habe und das Ganze nicht mehr eintragen kann. So, ne? Das ist natürlich glücksabhängig, ohne Ende. Ich habe keine Option, da irgendwas zu regeln mit den Würfeln. Ich kann da nichts manipulieren oder so. Aber was halt sehr schön ist an dem Spiel, ist, dass alle profitieren von dem Würfelwurf des anderen. Dass das, was der andere liegen lässt, eben genutzt werden kann von den anderen Spielern. Und das finde ich wieder eine Sache, die das Spiel unheimlich interessant macht und die einen auch einfach bei der Stange hält. Und das ist ein schönes Spiel, wo ich mich eigentlich auch schon wieder freue, das nächste Mal zu zocken. Und ich hoffe auch bald mal mit Ellie. Und dann haben wir das Spiel Santa Maria. Das ist also wirklich, ich sag ja, das war diese Woche so. Spricht ja auch für die Spiele letztendlich. Oft ist es ja so, dass man Spiele, ja, wir wollen es noch rezensieren. Und man spielt über einen längeren Zeitraum. Einfach aber ja, aber nicht jeden Tag und so. Aber spricht letztendlich auch für die Spiele, dass man sie ständig irgendwie einfach gerne rausholt und nicht genervt ist und sagt, alles klar, irgendwann mal wieder, aber nicht jetzt. Und das ist von daher, also bin ich da schon ganz zufrieden, auch ganz zufrieden mit dieser Woche. Es ist ja auch schön, einfach mal Spiele öfter zu spielen, denn man merkt ja schon, dass schon eine Steigerung einfach in der Kurve so. Und dementsprechend, also öfter mal hintereinander. Öfter spielen tun wir natürlich alles, aber wirklich so in der Woche mal konstant zu sagen, ich spiele jetzt 4-mal Otis oder 5-mal Otis, hat man eben nicht immer. So, und dementsprechend bin ich echt zufrieden, muss ich sagen, mit dieser Woche. Und möchte jetzt hören, wie eure Woche war. Was habt ihr gespielt? Was sagt ihr zu den Spielen hier? Wie gesagt, ich kann die ganzen MSV-Spiele nicht reinlegen, habe ich nicht da. Und aber schießt mal los. Und wie gesagt, eure Ideen und eure Wochen möchte ich gerne wissen. Ansonsten sage ich an dieser Stelle, Kaffee ist fast leer. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Ihr vielleicht einen Daumen da lasst. Ich freue mich über jeden Kommentar und sage jetzt mal einen schönen Sonntag. Vielleicht sehen wir uns nachher noch und besten Dank fürs Zugucken und tschüss.